So, haben wir uns wieder ein bisschen Leben uns besorgt. Doch, das ist. Wow. Doch, das ist ordentlich, was man dadurch an Leben bekommt. Stelle ich fest. Und auch ordentlich was wir an Schaden auszahlen. Wobei der Vampirschlag jetzt nicht so das Mächtigste ist, was wir an Schaden machen können. So, den Vampirschlag brauchen wir im Moment nicht, aber wir können den machen. Oh. Sehr schön wieder ausgewichen, beziehungsweise abgewehrt. Wie viel brauchen wir noch? Davon brauchen wir noch zwei. Und dann haben wir. Na. So, nochmal umwemsen. Und nochmal einen drauf. Und dann sind wir auch. Das geht jetzt wirklich ratzfatz mit den Leveln. Also, uns fehlen noch vier Level, beziehungsweise eigentlich drei Level, weil das vierte kann man ja nicht mehr wirklich mitzählen, so viele Erfahrungspunkte, wie wir hier schon haben. Und dann können wir in unsere erste Instanz rein. Da werde ich auch direkt mit Level 20 mal mit euch reingehen. Wir werden dann zwar noch keine Quests dafür haben, aber nur allein, um euch das zu zeigen. Ja, oder wir machen die Quests mit. Ich weiß es noch nicht so ganz. Da müssen wir uns dann aber auch ein bisschen ranhalten, was das Questen angeht. Nicht, dass wir dann hinterher überm Level sind und das nichts mehr für uns bringt. Zack, da haben wir wieder. Na! Du alter Sack, komm her. Ja, mit dem letzten Schlag auch die Quest wieder fertig. Und wir können die nächste Mal Beutel mit Leckereien. Wo ist der denn? Ach, da oben. Ach, das müsste da irgendwie auf dem Friedhof was sein. Dann machen wir erst den. Genau, der ist aber auch da in der Ecke. Dann passt das da auch wieder. Weil ich glaube, das ist so ein Hündchen wieder zurückbringen. Zu seinem Herrchen oder seinem Frauchen. Keine Ahnung, was das da war, von wem wir das angenommen haben. Weil wir müssen ja eh noch hier diese komischen Kasperkopfpferde da kaputt machen. Kasperkopfpferde ist auch ein cooles Wort. Na komm, hauen doch weg da. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Und direkt noch ein drauf. Zack, und direkt noch ein drauf. Sehr schön. Und was hat's gebracht? Gar nichts. Das haben wir wieder umsonst umgebracht. Boah, und so langsam werd ich wahnsinnig, wenn mein kleiner Finger nicht bald wieder aufwacht. Das ist echt schlimm. Kennt ihr das eigentlich auch, wenn ihr am Zocken seid und euch der kleine Finger einschläft, der neben der Maus liegt? Das ist grausam. Da hat man eigentlich fast in der kompletten Hand keine richtige Motorik mehr. Meine Frau würde jetzt wieder sagen, dass sie das Problem auch kennen. Wobei bei ihr immer die Arschbacken einschlafen, so wie sie das immer sagt. Da guckt sie mir, ich wusste es. Du sollst da dein Hörbuch hören und nicht mich belauschen, Mensch. So, drei Stück noch. Dann kugeln wir den auch um. Oh, hier können wir jetzt gleich auf jeden Fall mal wieder den Vampirschlag machen. Der wird sich jetzt auf jeden Fall lohnen. Wenn wir den auch treffen. Sehr schön. Oh, geil, wie viel Erfahrung, wie viel Leben es dafür gibt. Alles krass. Na, komm, prügeln um. Boah, der fällt mir um, der Drecksack. Der Blöde. Dann kriegst du noch so einen. Sag mal, wolltest du jetzt endlich mal sterben? Na, endlich. Was ein Kampf. Und da haben wir auch eine Sphäre. Ja, zwischendurch. Der Vampirschlag, der ist unglaublich geil. Also ist im Moment so einer der geilsten Angriffe, den wir haben. Weil er einfach so unendlich viel Leben zurückgibt.
Hätte ich nicht gedacht, dass der Berserker so eine Fähigkeit hat. Also vor allen Dingen so eine extreme Fähigkeit. Ich weiß nicht, wie es hinterher bei Bossen ausschaut, aber im Moment, wenn man oben guckt, wieder komplett voll. Na? Und der auch hinüber. Das Erz nehmen wir uns wieder mit. Dann müssten wir auch gleich irgendwann auf 90 kommen. 86 haben wir schon. Ich erinnere mich gar nicht, dass ich beim letzten Mal so weit damit konnte. Den auch weg. Den auch hinterher zwirbeln. Und den hinterher zimmern. Jawohl. Hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, weil die Angriffe von ihm uns dann ja auch wieder alles abgezogen haben, was wir uns besorgt haben. Was soll's, was soll's. Neue Ohrringe. Gucke ich mir sofort an. Wo haben wir sie? Da oben. Verteidigung 6 und sind auf jeden Fall besser. Die rüsten wir direkt. Hatte ich noch keine Ohrringe? Moment. Muss ich jetzt mal eben nachgucken. Ach krass, wir können zwei Ohrringe benutzen. Ja, gut. Wusste ich schon gar nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Ich muss das Spiel alles nochmal komplett neu lernen. So, hier oben müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist, glaube ich, der Wauzi, den wir finden müssen. Genau. Hundeleben. Jawohl, komm her. Und den. Ach, das war's schon. Sind schon fertig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch zurück in die Stadt, geben die Quests ab, machen wahrscheinlich damit auch noch ein Level ab. Und dann werde ich erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, um zu frühstücken. Und nach dem Frühstück geht es dann direkt weiter. Weil ich will Folgen machen. Ich habe gerade wieder richtig Spaß am Spielen, vor allen Dingen dann auch das Aufnehmen dabei. Also ich habe richtig Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wollt ihr was von mir? Ach, guck, Level Up. Direkt mit der ersten Quest, die wir abgeben. Das ist natürlich sehr geil. So, Moment, da müssen wir eben auf die. Oh, da ist noch. Jetzt sag mir. Nö, mittendrin müssen wir wieder eine Quest abgeben. Waren wir ja auch gerade erst. Naja, was soll's. Haben wir jetzt schon. Nee, 17 haben wir erst. Mit 18 können wir wieder neue Ausbildung lernen. Ja. Wiederholbare Quest möchten wir nicht. Das war wieder das schwarze Brett. Da kann ich ja mal kurz drauf gucken. Verfügbare Quests. Handwerk. Ja, das sind halt nur die Quests mit den Berufen, Schönen guten die Tag. mich jetzt, Mann, die mich jetzt nicht unbedingt interessieren. Weil, wie gesagt, ich habe euch ja schon erzählt, dass die Berufsquests dann doch extremst teuer sind und überhaupt gar nichts bringen. Und damit würde ich sagen, haben wir hier wirklich. Henry ist klar, da müssen wir dahin, okay. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir noch eben zur Bank, legen unsere Sachen ab, verkaufen. Moment, erst verkaufen, dann zur Bank. Wo ist denn der Händler? Da ist der Womit Händler. kann ich dienen? Damit wir dann gleich für nach dem Frühstück auch direkt wieder starten können. So. Das war für Mystiker und Priester. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Auch weg. Die haben wir schon alle doppelt und dreifach. Und damit ist die Reihe mit den 8 wieder leer. Der kann weg. Die Bomben auf jeden Fall weg. Und alles andere behalten wir. Boah, wir haben richtig viel Mana-Tränke und Heiltränke gefunden, stelle ich gerade fest. So, das weg. Und dann auf zur Bank. Ich muss gerade mal gucken. Ach, da ist er. Bankier. Spiegelt sie mich Der an. kleine Mein Teufel. Wohl. Und da können wir den reinpacken. Den reinpacken. Das, 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 das. Das. Das und das. Sonst haben wir hier nichts. Ich glaube, ich bin gerade ans Mikro gekommen. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht so rascheln gehört. Was haben wir da? Schriftteil, Wiederbelebung brauchen wir nicht. Zumindest vorerst nicht. Sicherer Ort behalten wir uns erstmal vorsichtshalber. Und die zwei können weg. Und die können weg. Ach, jetzt habe ich doch noch wieder was vergessen für die erste Seite. Zack.
Jetzt kommt die dritte Seite. Den weg. Und ich glaube, auf der vierten Seite haben wir genau die ganzen Runen. Und die Kisten. Jo. So, wo geht's hier weiter? Auf jeden Fall hier dann wieder raus. So, ich hoffe, ihr hattet hierhin mit dem Let's Play Spaß, so wie ich. Und wir sehen uns nach meinem Frühstück auf jeden Fall wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Crazy Bane. Und tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Hallo zusammen. Ich bin jetzt mit meinem Frühstück fertig und starte direkt wieder los in unser großes Abenteuer. Entschuldigung, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Irgendwas mussten wir nochmal... Achso, wir mussten mit diesen Leuten quatschen, weil alle anderen Quests hatten wir ja fertig gehabt. Und wir gehen auf jeden Fall erst zurück auf den Friedhof, weil da ist auch noch ein NPC, mit dem wir uns unterhalten sollen. Ach, was mir gerade einfällt, ich habe jetzt tatsächlich doch wieder vergessen, mir die Patchnotes durchzulesen, um euch da zu informieren, was alles Neues dazugekommen ist. Aber wenn ihr das Spiel selber besitzt, da öffnet sich ja der, wie heißt das denn? Nicht der Browser, sondern hier der Klient vom Spiel öffnet sich ja. Und in diesem Klienten könnt ihr auf das zweite Feld klicken, wo steht Patchnotes. Und wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr sofort auf die Seite weitergeleitet, wo alles steht, was neu ist. Guckt es euch einfach an, wenn ihr wissen wollt, was alles neu dazugekommen ist. Wie gesagt, bis auf das Mount und ein paar Quests im Nexus wüsste ich jetzt gar nicht mehr, was uns da Neues erwartet. Braucht ihr Hilfe? Nee, Hilfe brauche ich nicht, aber ihr braucht ja alle Hilfe. Ich muss euch ja alle helfen. Was will er von mir? Untote Messe bringt die Untote Messe zu... okay. Müssen wir auch dahin, wo unsere Handlungsquest weitergeht. Und da machen wir uns auf den Weg. Ah, das sieht auch sehr schön aus da mit dem... Ich weiß nicht, ob es ein Häuschen auf dem Berg ist. Doch, gefällt mir auch wieder sehr gut. Wobei hier, was grafisch angeht, da brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Da bin ich ja völlig begeistert. Da sind überall Tröpfchen in der Hose, wenn ich hier teilweise durch die Gebiete wandere. Nice. Besser geht's eigentlich nicht für ein MMORPG. So, hier ist auf jeden Fall das neue Gebiet, wo wir noch nie waren. Wieder eine, die aussieht wie Tifa von Final Fantasy X ist es, glaube ich. Die Quest können wir da abgeben. Kriegen wir sofort eine neue für. Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Ja, dann gib mir mal dein Wissen. Und irgendwie haben wir da doch noch irgendwo eine Quest zu machen. Was ist denn das da? Ach, das ist hier der normalen Quest, also mit der Missionsquest, da gibt es auch einen schönen Trank für, diesen Lilan und den Schleier lüften. Die Berichte stammen von Kantusa. Sie hat sich freiwillig gemeldet, die Divana auszuspionieren. Sie ist Nirails Nichte, ein tapferes Mädchen. Sie hält sich tief im Dwana-Gebiet versteckt. Gestern sollte sie sich bei mir melden, aber ich habe nichts von ihr gehört. Versucht sie zu finden, wenn ihr nach Deva Silver geht. Wir machen uns große Sorgen um sie. Ich werde sie finden. Ja, selbstverständlich werden wir sie für euch finden. Und da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Das war wieder der falsche Knopf gewesen. Mysteriöse Altar... Gucken wir mal, wo wir dafür hin müssen. Oh, da müssen wir wieder runter auf den Friedhof. Dann werden wir das wohl als erstes machen. Genau, da wir gehen als erstes wieder zurück auf den Friedhof, damit wir den endlich hinter uns gebracht haben, weil das ist ein Gebiet, was mir überhaupt gar nicht gefällt. Mit den blöden Pferdereitern, weil die einfach so viel aushalten. Da hauen wir uns einen Wolf dran. Da hauen, kann auch sein, dass wir uns da ab und zu mal die Axt schumpfen. Nein, natürlich nicht. Weiß gar nicht, wurde es eigentlich gespeichert, dass die Musik etwas lauter von mir gemacht wurde? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, da ist der mysteriöse Altar. Gesundheitstechnisch sieht alles gut aus und wir untersuchen ihn einfach mal. Irgendwie vibriert hier die Erde oder kommt mir das nur so vor?
Oh mein Gott! Wir müssen. Was kam da denn jetzt raus? Müssen wir den kaputt machen? Grabschänder, unverschämter Narr, ihr werdet für eure Einmischung bezahlen! Stand da, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das stand da. Auf jeden Fall auch wieder ein namhafter Boss, der mir gar nicht gut gefällt, weil er gerade übelst Schaden macht. Gut, das hat super funktioniert. Jetzt gibt es da nochmal einen für Leben. Und damit haben wir ihn gleich platt. Sehr schön. Scheiße, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass da noch ein Gegner rauskam. Aber wie gesagt, das ist auch bei mir schon ewig her, seitdem ich das hier das letzte Mal gespielt habe. Aber das war auf jeden Fall eine recht schnelle Quest. Wir gucken mal hier, ob wir da irgendwie Sporenwandler... Ja, das sieht doch super aus. Dann werden wir da oben auf jeden Fall hingehen. Hier machen wir den Chat nochmal wieder aus, weil der stört mich ein bisschen beim Spielen. Der stört meinen Spielfluss. Der lenkt mich immer so ab, weil ich dann in Versuchung komme, das zu lesen. Und wir werden jetzt erstmal noch ein, zwei Stündchen hier in Terra verbringen, bevor ich dann diese Aufnahmesession komplett unterbreche und dann nächstes Wochenende für euch weiter aufnehmen werde. Ja, im Moment geht's ja mit meinem Aufnehmen. Ich kann auch unter der Woche im Moment noch aufnehmen. Aber sobald ich wieder zur Arbeit muss, also in zwei Tagen, wird das mit dem Aufnehmen auch wieder weniger. Deswegen versuche ich jetzt so viel wie möglich schon mal vorzuproduzieren, damit, da kommen gleich kleine Hammels an, damit ich auch für jeden Tag eine Folge für euch habe. Oder zwei, je nachdem. Ich habe es mittlerweile hingekriegt, dass ich pro Nacht zwei Folgen hochladen kann, während ich schlafe. Mein Gott, ich treffe gerade gar nichts, weil ich zu viel quatsche. Und vielleicht kommt dann ja auch zwei Folgen pro Tag. Also eine Folge Terra und eine Folge Devil May Cry. Mal sehen, wie es so läuft, wie es klappt. Ach, ich wollte auch eigentlich gar nicht abgeben. Na gut, jetzt haben wir ja abgegeben und was soll's. Und wir gehen weiter. Oh, doch, das war ja doch ein Haus da oben. Aber wir gehen jetzt diesmal hier rum. Was? Die habe ich gar nicht gesehen. Und da können wir uns wieder prügeln. Prügeln, prügeln! Schlägerei! Aua, was war das denn für ein La- Oh, oh. Oh, hat er seinen Partner da gerade... Ihr blöden Säcke. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du mir Schaden zufügen kannst, oder? Ja, da siehst du mal, was du davon hast. Da wird einmal gewirbelt, dass dem Berserker nicht schwindelig wird. Das ist aber alles. Da wird aber einmal gewirbelt und schon sind sie alle hinüber. So, da sind noch ein paar Sporenwandler. Und noch so ein komischer Zwockel. Keine Ahnung, was das für einer ist. Gut, dass die Fähigkeit so langsam ist, dass die Bälle da teilweise echt langsam auf einen zugeflogen kommen. Da hat man alle Zeit der Welt, um das zu verteidigen. Selbst wenn man direkt vor dem steht, hat man noch alle Zeit der Welt, wenn die Kugel losgeflogen ist. So. Glücksschachtel mal wieder. Also davon, da können wir uns bald mit tot schmeißen. Oh, das ist auch ein schönes Blumenfeld. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal auch schon hier war. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass da ich jemals sowas gesehen habe. So, der Spornwandler ist hin. Und er wird jetzt auch als nächstes fallen. Aber irgendwie, trotz dass das Questgegner sind, geben die gerade recht wenig, wie nennt sich das? Questbelohnungen. Also Quest-Items. Den können wir nochmal prügeln. So. Brauchen wir Leben? Ja, ein bisschen Leben können wir gebrauchen. Nehmen wir uns das mal. Ah, jetzt wurde auch die grüne Zahl über uns angezeigt, dass wir das Leben gekriegt haben. Das war ja vorhin in der Aufnahme nicht. Ich hatte auch, während ich gefrühstückt habe, die das Spiel komplett beendet. Also ich habe mich komplett ausgelockt, weil ich einfach gucken wollte, ob wir vielleicht ein bisschen Ausruhebonus kriegen. Aber es hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Da muss man, glaube ich, schon über einen Tag
offline sein und in der Stadt offline stehen, um da überhaupt ein bisschen was an Ruhebohne zu kriegen. Wobei es ja mittlerweile auch immer länger dauert. Je höher wir im Level, je höher wir im Level